Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Oh hallo, ich wusste nicht, dass schon losgeht. Es war wieder friendly fire. Wie, können wir das nicht nochmal von vorne machen? Wie bei nein? Escape from Tarkov hier. Aha. Okay, also lasst uns mal beginnen. Willkommen hier beim Kinocast. Willkommen, liebe Hörerinnen. Und wir haben ganz tolle Filme für euch mitgebracht hier, über die wir sprechen. Die Kinos mögen ja geschlossen sein, aber die großen Kracher, die kommen ja wirklich auch hier ins Heimkino. Und da kann man ja quasi, egal. Also wir haben den Sneak-Film The Night Clerk gehabt. The Night Clerk. Der Nachtportier sozusagen. Und in diesem Film spielt Ty Sheridan, den man ja aus diversen Filmen kennt, Asperger-Syndrom oder irgend sowas, ja, ne? Ein junger Mann mit Asperger-Syndrom, der auch ganz bestimmte Verhaltensweisen so pflegt, also gerade auch was so das Essen angeht oder Interaktion mit anderen Personen. Und er versucht halt irgendwie durch Beobachtung von anderen Personen so ein bisschen ja seine eigenen Interaktionen mit anderen Personen zu lernen oder quasi zu kopieren und daraus irgendwie zu lernen, wie er mit der Welt besser klarkommen kann. Er arbeitet in einem Hotel als Nachtportier und hat dort heimlich so Überwachungskameras installiert, auch in den Zimmern, um eigentlich jetzt weniger jetzt irgendwelche dreckigen Sachen da zu beobachten, sondern eher um eben dieses menschliche Miteinander da zu lernen und zu beobachten, wie sich Menschen verhalten, wie Situationen eskalieren, wie manche Sachen ausdiskutiert werden. Und das macht er dann halt auch. Und er beobachtet eines Tages da einen Mord über diese Kameras und ist dann auch im Besitz dieser Speicherkarte, wo das drauf gezeigt wird, aber er kann das nicht so richtig, einordnen. Er guckt sich das zwar ein paar Mal an, aber es ist jetzt nicht so, dass er damit gleich zur Polizei geht, hier, ich habe da was gesehen, sondern er behält es dann auch erstmal für sich und versucht dann auch selber rauszufinden, was dahinter stecken könnte und kommt da auch in sehr unruhiges Fahrwasser und irgendwann wird es dann auch mal rausgefunden, was er da so treibt in dem Hotel. Er wird auch in ein anderes Hotel versetzt und eines Tages lernt er da eine junge Frau kennen, gespielt von Ana de Armas, weswegen der Chris den Film wahrscheinlich sehr hoch bewerten wird. Yay! Und die spielt hier wieder sehr, sehr schön, finde ich. Die checkt in dem Hotel ein und nähert sich ihm auch so ein bisschen. Also sie ist jetzt offensichtlich nicht so richtig abgeschreckt von seinem teilweise seltsam Sozialverhalten, sondern sie nähert sich ihm und es entsteht so ein zärtliches Pflänzchen von Liebe und Romantik zwischen den beiden, ja. Und parallel läuft natürlich noch diese ganze Sache mit diesem beobachteten Mord, wo halt jemand rausgefunden hat, dass da offensichtlich Kameras installiert werden und versucht halt rauszufinden, wer hat das und wer könnte da was wissen und wer könnte ihm da eventuell in die Bredouille bringen. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Ich will mal nicht zu viel verraten, nicht, dass wir da irgendjemand was verderben noch. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Kate, du hast gerade so Luft geholt. Nee, ich habe einfach nur geatmet. Ach so, schwer geatmet höre ich da raus. Ja, immer. Ja. Ich fand den Film eigentlich ganz gut. Ich finde, er hatte so seine Stellen, die ein bisschen langatmig waren. Aber von der Grundstory hätte er doch ein bisschen spannender sein können, finde ich. Aber alles in allem hat er mich relativ gut unterhalten. Was mir sehr gut gefallen hat, war die schauspielerische Leistung. Also sowohl von Ty Sheridan als auch von Ana de Armas. Ich fand, beide haben das richtig sympathisch gespielt. Und gerade bei dem Barsch, man muss sowas erstmal spielen können, also dieses permanente Weggucken und niemanden direkt angucken und diese ganze Körperhaltung. Ich fand es schon echt authentisch gespielt.
was ich fand, das auch den Film schon durchaus getragen hat. Seine verschrobene Art und seine Art, mit seiner Krankheit auch umzugehen. War schon ziemlich gut. Also war ja auch wieder ein Film, den wir hier über Kino on Demand geschaut haben. Ich glaube, im Kino selbst hätte der auch noch mal ein bisschen besser gewirkt, finde ich, weil gerade wenn du es zu Hause schaust, wenn da mal so ein bisschen so eine ruhigere Szene ist, da guckst du vielleicht doch mal aufs Handy, wenn es dich jetzt nicht gerade so mitreißt, dann. Aber im Kino, da ja, guckst du irgendwie die ganze Zeit irgendwie zu. Klar kannst du auch mal aufs Handy gucken, aber da ist die Schwelle doch ein bisschen höher. So, Chris, jetzt abseits von Ana de Armas, was kann man dir da entlocken? Es gibt kein Abseits von Ana de Armas. Es gab eine sehr, sehr schöne Szene in dem Film, als eine nicht näher benannte, aber hier im Podcast anwesende Dame meinte, und, du würdest jetzt gerne tauschen mit ihm, oder? Und ich dann nur meinte, nein, ich wäre gerne der Bademantel. ja, also an sich, Geschichte an sich fand ich schon cool, also die Idee da dahinter auch, weil er denkt sich ja nichts Böses bei dem, was er da tut und was da Sache ist, und er realisiert das alles so gar nicht. Das ist einfach auch seiner Krankheit geschuldet, und da absolut erstmal ganz, ganz großen Respekt, auch wenn es nur Fiktion ist, großen Respekt an den Hotelbesitzer, der ihn da wirklich einsetzt und ihm da auch einen Job gibt und eine Möglichkeit gibt, da irgendwie so das Ganze zu handeln oder auch damit klarzukommen in diesem, in Anführungszeichen, normalen Leben. Was ist ein normales Leben? Keine Ahnung. Bei Ana de Armas, wenn ich es jetzt richtig weiß, war das nicht ihr Bruder, der das auch hatte oder sowas? Ich hab da in dem Film hat sie gesagt, ihr Bruder hätte das auch gehabt. Bruder? Genau. Ich dachte, ein Ex-Freund oder sowas hat sie erzählt. Nee, ihr Bruder. In dem Supermarkt hat sie gesagt, ihr Bruder hätte das auch gehabt. Eben, das habe ich nämlich auch. Und dass Ana de Armas eine tolle Schauspielerin ist, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr. Also das haben wir jetzt, wer noch einen letzten Beweis dafür gebraucht hat, nach Knives Out, nach was weiß ich was für Filmen alles. Ich bin da, das ist auch für mich übrigens der Grund, warum ich den neuen Bond, falls er denn irgendwann mal kommen würde, doch sehen möchte, ist Ana de Armas der Grund, weil ich dann auch wissen möchte, ob sie in einer nicht so großen Rolle auch mal wieder derart stark schauspielern kann. Also die hat einfach diesen besonderen Kick. Ich fand sie ja bei Blade Runner 2049 sehr schön. Ja, siehst du? Ich möchte nur eins dazu sagen. Knock, knock. Oh, das war gar nicht das gut. War, ja, das war richtig, das war ein richtig schöner Film mit Ana de Armas, ja. Das ist einer meiner Lieblingsfilme mit Ana de Armas, ja. Die Geschichte ist cool erzählt, eigentlich. Der ganze Film ist unfassbar ruhig, aber fand ich. Also richtig, richtig ruhig. Aber das hat so auch gepasst. Weil selbst die Dramaszenen waren nicht so dramatisch, sondern auch eher ruhig. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend eigentlich, dass der sich da wirklich treu geblieben ist, das komplett so durchzuziehen. Und ja, das Ende ist ja auch ein relativ offenes, denke ich. Nicht ganz genau weiß, wie und was und überhaupt. Und es zeigt ganz arg viele, auf der anderen Seite wieder ganz arg viele Probleme, denke ich, unserer Gesellschaft auch auf, tatsächlich. Mit was ist richtig, was ist falsch. Und da werden ganz viele Fragen einfach auch aufgeworfen. Und ja, wie es manchmal so im Leben ist, kenne da eben auch so Geschichten drüber. Und deswegen finde ich das sehr spannend. Hat mich dann auch tatsächlich so ein bisschen auch ein Stück weit berührt. Nicht nur wegen Ana de Armas, sondern ganz prinzipiell. Also ich fand es echt eine coole Sache. War schön gedreht, schön geschauspielert. Kann man sich anschauen. Ja, ich habe mich bei dem Film nicht berührt, aber mir hat er auch gefallen. ich fand FSK 18. Den... FSK 18. Ich fand den... Also gerade auch Ty Sheridan trägt das sehr gut. Ich habe zuletzt gerade mal wieder Ready Player One geguckt. Jedes Mal, wenn ich den nochmal schaue, gewinnt er bei mir. Also da ist dieses visuelle Bombast, der mich am Anfang total irgendwie weggeflasht hat, wo ich gar nicht richtig verstanden habe, worum es da geht, ist jetzt ein bisschen weg und ich gucke den. Aber es ist ein anderer Film. Auf jeden Fall mag ich den hier sehr und hier spielt er irgendwie so völlig anderes, irgendwie ganz andere Rolle. Und ich mochte so ein bisschen so diese Anleihen an zum Beispiel Fenster zum Hof oder sowas, so jemand beobachtet was oder Sliver oder so mit diesen Kameras und da was zu beobachten. Hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, dass ein bisschen mehr ausgearbeitet wird, dieses, ja, ich beobachte was und auch
ja, stellt sich auch prinzipiell die Frage, ja, warum musste es jetzt jemand sein mit diesem Asperger-Syndrom? Warum konnte es nicht einfach so jemand sein, der da irgendwie da die Kameras installiert hat, um ein paar Leute zu beobachten und dann, ja, hätte auch funktionieren können. Okay, hätte vielleicht dann die Liebesgeschichte nicht ganz so funktioniert, weil das vielleicht zu früh durchschaut hätte. Aber na gut, auf jeden Fall was man durchaus gucken kann, also im Vergleich zu manchen anderen, die wir hier so in der Sneak hatten, gerade auch gegenüber dem von letzter Woche. Ja, also The Night Clerk, sehr empfehlenswert auf kinoondemand.com. Ja. Zieht euch das mal rein. Ich habe jetzt mittlerweile meine 5 Filme dort voll. Ich habe jetzt meinen Gutschein gekriegt, meinen 5-Euro Kinogutschein für die Innenstadtkino, wenn die jemals wieder losgeht irgendwann. Ja, und ich hoffe, das Kino hat auch ein bisschen was an mir verdient durch die 5 mal 5 Euro, die ich dort gelassen habe. Ihr ja auch. Ja. Und ja. Von mir bekommt The Night Clerk 7 Punkte. Wie sieht's bei euch aus? Bin ich voll bei dir. Ja, ich bin auch bei 7. Eigentlich 7,5. Wegen Anna de Armas. Der halbe Anna-Punkt auf jeden Fall noch. Ja. Muss ich jetzt aus deiner Traumwelt mal abholen. Was gibt's denn für nächste Woche? Was hast du, oder für morgen besser gesagt? Wie ist denn da der Hinweis und der Film und nächste Woche dann? Wieder ein Film mit einer Zahl im Titel. Und diesmal von Netflix. Habe ich das richtig verstanden? Wollten wir nicht ja. erstmal den für morgen, aber gut, okay. Also ist das ist dann der für morgen? Das ist, nein, der, das ist nicht für nächste der für morgen. Woche. Siehst du, jetzt hast du auch einen Überblick verloren. Ich dachte, du bist derjenige, der hier noch wenigstens alle Fäden in der Hand hat. Also der für morgen, das war ja der Tipp, den wir letzte Woche hatten. Fast ein neurotischer Privatdetektiv. Und wie heißt der neurotische Privatdetektiv? Natürlich Monk. Monk. Und Monk gibt's nicht, sondern wir gucken auf Netflix mal den Film Mank. Das ist der neue David Fincher-Film, der ja mittlerweile als einer der besten Filme des Jahres gehandelt wird von diversen Kritiken. Und ist am 4. Dezember auf Netflix gestartet. Und David Fincher brauchen wir kaum erwähnen. Hat solche Meisterwerke wie 7 gemacht oder. Ja. Den gucken wir uns mal an. Das ist der Film für hier völlig durcheinander diese Woche und für nächste Woche dann. Da lautet der Tipp, jetzt kannst du kommen. Wieder ein Film mit einer Zahl im Titel. Genau. Nachdem ich bin schon beleidigt hier. Nachdem die Innenstadtkinos nämlich diese Aktion hatten, die machen jetzt so diverse nette Aktionen, finde ich, so nach dem Motto auf Instagram, nennt mal einen Film, was weiß ich, den ihr in der Kindheit zuerst gesehen habt und so und posten dann auch so die Antworten, was da so gekommen ist und da wollten sie nämlich letztens einen Film mit einer Zahl im Titel wissen. Und wir haben da jetzt auch wieder einen rausgesucht. Besser gesagt, die Kate. Mal gucken. Gucken, ob das was ist. Die Quelle wird auf jeden Fall Netflix sein. Genau. Das kann man ja schon mal verraten. Okay, und dann begeben wir uns mal in die Untiefen der gesehenen sonstigen Filme. Heimkino. Wir haben eine Rezensionsdisc erhalten. Und da hatten wir letztens schon mal einen Film mit Bruce Willis. Und mit demselben Regisseur hat er auch noch einen Film gemacht, irgendwie ein Jahr vorher. Heißt Trauma Center. Der Feind ist näher, als du denkst. Und den stelle ich jetzt vor. Sehr gerne. Ich habe mich ganz doll darauf vorbereitet. Wochenlang, tagelang habe ich mich darauf vorbereitet, diesen Blockbuster zu besprechen. In diesem actiongeladenen Film geht es um eine junge Frau namens Madison und Madison fällt mir jetzt erst auf. Madison. Ihre Schwester, die haben vor kurzem ihre Mutter verloren und haben jetzt so eine leichte Abneigung gegen Krankenhäuser, aber beide landen aus unterschiedlichen Gründen im Krankenhaus. Wobei jedoch Madison verfolgt wird und zwar von zwei Bösen, die ihr eine Kugel ins Bein gejagt haben, weswegen sie auch im Krankenhaus landet. Problem an der Sache ist allerdings, aufgrund dieser Kugel könnte die Polizei die Bösen identifizieren. Madisons Bein haben. Ein guter Polizist, gespielt von Bruce Willis, versteckt sie auf einer relativ, naja, eigentlich nicht relativ, Station, also einem Stockwerk in dem Krankenhaus, wo niemand außer ihnen ist. Ist komplett abgeriegelt, niemand da außer der Madison und dem Polizisten.
Und dort schleichen sich die Bösen aber ein und sie versucht dann zu entkommen mit ihrer Verletzung am Bein. Ich glaube, mehr sage ich dazu nicht, weil alles andere wäre gespoilert. Alles in allem war der Film, ich bring's mal auf einen Punkt, ich fand ihn scheiße. Einfach aus dem Grund, weil die Story war total vorhersehbar. Dann gab es unfassbar viele Fehler in diesem Film. Von Filmfehlern, von Logikfehlern, von schauspielerischen Fehlern war alles dabei. Das Schönste an dem Ganzen, fand ich, war eine Szene, wo es um einen Mikrochip geht. Und die Tatsache, dass sie im 7. Stock des Krankenhauses war, das Krankenhaus man öfter von außen sieht und dieses Krankenhaus keine 7 Stockwerke hat, sondern vielleicht so 5. Vielleicht sehen die Kellergeschosse mit. Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist die gleiche Argumentation. Fang von ganz unten an. 1, 2, 3, 4. Ah, so ein Quark. Also das ist wirklich was mich extrem geärgert hat, weil das ist was ganz, ganz Simples. Ich möchte übrigens ich muss noch was sagen. Sorry. Da ist noch eine Sache. Sie ist irgendwann zwischendrin mal in der Autopsie. Also da, wo alle leiden und in der Leichenhalle. Und soweit ich weiß, ist in den meisten Krankenhaus die Leichenhalle im Keller. Aber sie ist nicht, sie hat dieses scheiß Stockwerk, auf dem sie ist, nicht verlassen. Und wenn, ist sie vielleicht nur ein Stockwerk runtergefahren und das war's. Wie kommt sie denn dann bitte im Keller in die Leichenhalle? So, okay, bin schon ruhig. Jetzt alle anderen. Also, alle anderen. Also, ganz ehrlich, der Film hat vor solchen Fehlern leider nur so getrotzt. Und das ist was ich da dem Regisseur echt ankreide, weil das finde ich einfach peinlich. Also ich zeige das Krankenhaus von außen und beim ersten Mal ist schon so, hä, das hat doch keine 7 Stockwerke, was ist das für ein Quark? Wenn dir sowas schon am Anfang auffällt, dann ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Und das hat sich halt wirklich so fortgesetzt. Also dann sie fährt mit dem Aufzug nach unten. Und es gibt nur diesen einen Aufzug nach unten und es gibt auch nur diese eine Haltestation unten und sie ist unten und ungefähr 10 Sekunden später sind die Bad Guys da. Was ist für ein Aufzug, frage ich da mal. Also wie schnell fährt dieser Aufzug rauf und runter? Und lauter so Sachen. Oder ganz ziemlich am Anfang läuft sie vor die Tür, dappt in eine Blutlache rein mit ihrem Barfuß, dappt barfuß in die Blutlache rein und hinterlässt keine Bluttapser, dass man weiß, wo es hingeht. Also macht es richtig so also unsäglich, wirklich unsäglich. Die Szenen mit Bruce Willis waren wirklich so komplett einmal kurz hingerotzt, das kann man es nicht sagen. Der hat es halt kurz seinen Stiefel runtergespielt und das war's, das hast du echt gemerkt. Und also, boah, null Charisma bei den Darstellern, die beiden bösen Cops. Die zwei. Also, wie sind die Polizisten geworden? Also, wie bescheuert. Vor allem der eine schießt sich ja selbst an, weil er einfach ein Schloss aufschießen will. Und der Rückschlag von der Waffe oder die Kugel fetzt zurück und streift ihn am Kopf. Also, was für ein Bullshit! Darf ich kurz einhaken? Also der eine Schauspieler von den zweien, also der etwas bulligere Typ, ne, gespielt von Tito Ortiz, wurde gemeinhin von den von diversen Produzenten als der nächste Vin Diesel bezeichnet. Genau. Alter Verwalter. Also wirklich, ich fand es teilweise wirklich dreist, sowas anzubieten und sowas dann hier groß zu verkaufen und alles. Die Geschichte war einfach nur, oh Gott, wir haben nach 2 Minuten haben wir gesagt, okay, so und so wird's laufen. Und wir waren beide relativ nah dran, ne, Kate? Ja. Also, oh Gott. Und was ich auch nicht verstanden habe, die kleine Schwester mit dem Asthma, warum humpelt die plötzlich? Was war das denn? Auf, du stehst jetzt aus dem Bett auf. Okay, aber ich habe Asthma. Ja, aber du stehst auf. Ja, aber ich habe Asthma. Ich kann nicht laufen, weil ich habe Asthma. Was? Also, Dekubitus hat sie so lang gelegen. Ja, genau. Innerhalb von einem Tag hat sie, nicht mal, hat sich ein Dekubitus gebildet. Ist klar. Also tatsächlich klar. Kann sich ein Dekubitus über Nacht entwickeln, aber das nur bei sehr alten Menschen.
Ja, ich meine, sie war ja auch gefühlt schon 94 Jahre alt. Also so ein Quark, ganz ehrlich. Und es geht einfach so weiter. Ey, die Hauptcharakterin, keine Ahnung, ich habe schon Madison. hat eine Wunde, die sabbert auch nur bei Bedarf. Also da liegt sie versteckt sich unter einem weißen Laken und dann guckt man rein. Oh, ich sehe gar nicht, dass sie hier ist. Und dann geht sie raus, eine geht raus, sie steht von dem weißen Laken wieder auf und das weiße Laken ist so richtig, wie als ob weißer Riese unterwegs gewesen wäre und es nebenher gewaschen hätte. Aber währenddessen macht die Wunde immer noch und produziert weiter Blut. Was ich auch nicht verstanden habe, ist, hey, da kommt jemand mit einer Schussverletzung rein und ja, die Kugel steckt noch im Bein. Oh, die sollte man vielleicht rausholen, aber wir haben jetzt gar keinen Arzt, der dafür Zeit hat. Hoffentlich ist das kein Notfall, weil nachher gibt es eventuell eine Blutvergiftung und dann könnte sie ja sterben. Ey, was für eine Scheiße, Mann. Also, kommt ein Notfall rein, auf die abgesperrte Station, da sind irgendwelche Quarantänefälle. Ja, das hat ja der Bruce Willis gemacht. Der hat ja gesagt, das hat Bruce Willis gemacht. Sichern die mal dort. Ja. Also, ich kenne ja eine wahre Geschichte, wo ein Patient, der einen perforierten Darm hatte, erst nach einer Woche operiert wurde, auch da hätte es zu einer Blutvergiftung kommen können. Also das mit diesen ärztlichen Entscheidungen stellen wir mal auf die Seite. Ich möchte auf den Mikrochip. Der saß in der Notaufnahme, nicht? Der saß in der Notaufnahme. Oh, Moment. Oh, der Mikrochip ist weg. Alter, der Chip. Also wir reden hier von einem Chip, der hat so die Größe von so einer Mikro-SIM-Karte. Und auf diesem Chip ist ein Video, wo ein Mord zeigt. So. Und einer von den Bösen hat die irgendwo in der Jackentasche drin. So. Und bei einem Handgemenge verliert er die Chipkarte. Die Madison findet die Chipkarte und die beiden stellen fest, dass die Chipkarte weg ist, indem sie sich auf der Jacke abklopfen, so wie wenn man seinen Schlüssel oder seinen Geldbeutel guckt, ob der da ist. Und so wollen die eine Mikrochipkarte feststellen, dass sie verschwunden ist. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Das war die schlechteste Szene in einem Film ever. Aber Moment, du guckst ja kein Schläferz. Ne? Du solltest mal Schläferz gucken. Ja, sie guckt kein Schläferz an. Wenn du dich da mal kaputt lachen kannst, dann haust dich bei Schläferz erst recht weg. Unfassbar. Ja, jetzt kann ich ja. Wir reden hier von einer Lederjacke. Kann ich auch noch mal was sagen zu dem Film? Ich habe noch gar nichts gesagt. Entschuldigung. Für mich war das so, also wo ich dann gelesen habe, ich dachte, oh, der Bruce Willis, der ist ja irgendwie total weird, also wie der da spielt und so, ne? Voll seltsam. Und dann habe ich mal wirklich während des Films, weil das war ja teilweise eine unerträgliche Szene, da habe ich nebenbei mal gegoogelt, habe dann halt gesehen, der hat seine ganzen Szenen wirklich nur in anderthalb Tagen irgendwie abgerotzt und abgedreht und wusste wahrscheinlich überhaupt nicht, worum es in der Story geht. So, ja, stell dich mal dahin, sag mal, hallo, wir lassen dich in ein anderes Stockwerk verlegen. So. Und so ungefähr wirkte das dann. Ne? Und dann kam irgendwie die nächste Szene. Und also ich glaube, dieser Regisseur hat irgendwie einen guten Draht zu Bruce Willis, der sich dafür hergibt, immer so für kurze Zeit in diesen Produktionen aufzutauchen, um einfach da den Produktionen, diesen ansonsten nichtssagenden, namenlosen Produktionen irgendwie ein Gesicht zu geben, wo alle sagen, ey, Film Bruce Willis, ja, klicke ich doch mal drauf bei Netflix oder kaufe ich mir mal bei Amazon Prime oder irgendwas, ne? Ansonsten ist es ja ein unerträglicher Scheiß gewesen da. Und es war halt wirklich so, als hätte der Regisseur gedacht, okay, wir haben eine Idee, dass eine Frau muss verletzt vor irgendwelchen Häschern fliehen. Und das war so ein bisschen auch so stirb langsam mäßig, weißt du, so die robbt sich dann da irgendwie so lang, so, hey, lass uns doch noch Bruce Willis noch mit reinnehmen hier. Oh, das wäre da was in so einem. Ah, mal sehen, was haben die hier überhaupt geschrieben? So. Na gut. Action-Thriller-Fans, aufgepasst. Mit Traumasender, der Feind ist näher, als du denkst. Inszeniert Hard to Kill. Hard Kill und Survive the Night Regisseur. Ein packendes Versteckspiel mit jeder Menge Thrill und Action in der weiblichen Rolle zu sehen ist die tödliches Verlangen-Darstellerin Nikki Whelan. Für die Rolle des Detective Steve Wakes, der alles daran setzt, sie als einzige Mordzeugin am Leben zu halten, wählt Eskangari keinen geringeren als Actionlegende Bruce Willis. Ha.
Da habt ihr's. Alter. Aber die Frau war gar nicht schlecht, die hat gar nicht schlecht gespielt, fand ich. Also so für eine B-Movie-Action-Rolle und so war ganz okay. Aber der Rest, kann man alles sehr an der Pfeife rauchen, obwohl ich den immer noch besser fand als diesen Survive the Night, den wir da letztens hatten. Ja. Also, ja. Von mir ja. 3,5 von 10. Ich glaube, ich habe ihm, was habe ich eigentlich dran? 3? Ich glaube, 3 Punkte gebe ich. Ich gebe ihm 2 und das ist, weil Bruce Willis es schafft, innerhalb von einem Drehtag trotzdem sowas hinzuliefern, was alle anderen in den Schatten stellt. Und das ist eigentlich traurig. Okay. Dann kommen wir mal zum nächsten Film. Ich habe Unhinged außer Kontrolle. Oh, den muss ich auch noch sehen. Außer Kontrolle geguckt. Achso, wollen wir da bis nächste Woche warten? Nee. Ist okay. Wir warten bis nächste Woche. Doch, dann würde ich den nämlich auch gerne noch sehen. Das fände ich schön, wenn wir da noch ein bisschen warten könnten. Okay, dann sprechen wir nächste Woche drüber. Vielleicht als Hinweis für die geschätzten Hörerinnen, den gibt es auf diversen Plattformen jetzt zum Leihen. 4,99 oder so in HD und 5,99 in Ultra HD. Und dann könnt ihr den ja auch gucken bis nächste Woche oder so. Und nur so als kleiner Vorausblick über meine Wertung, ich fand den ziemlich gut. So, also oh, das ist also was, ich hab so eine Garmin-Sportuhr, ne? Und ich saß da so da, hab den oben geguckt, schön auf groß, boah, mit einmal brummte meine Uhr, ne, ja, so Vibrationen. Ja, es ist Zeit mal für etwas Entspannung, ja, oder so. Dann gucke ich hier drauf, ey, Stresslevel total hoch. Der ist echt sehr, sehr spannend. Also ich fand den sehr spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand ihn wirklich spannend und gut gemacht und hat mich positiv überrascht. Nur mal so als, und über den Rest reden wir dann nächste Woche. Dann reden wir stattdessen über den Schläferz-Film der Woche, nur ganz kurz. Ihr wollt ihn ja nicht gucken, ich habe ihn euch ja extra aufgenommen und bereitgestellt. Es handelt sich um den Film Rotor, der Killer-Roboter. Und zwar Rotor ist geschrieben. Das Schlimme ist, ich kenne den schon. Ja? Oh, dann kann man ja sogar, also Rotor, weißt du noch, was die Abkürzung heißt? Nein, ich möchte darüber nicht sprechen. Weißt du noch, was R.O. heißt? Robotic Officer Tactical Operations Research. So, und in diesem, ja, ich sage ja schon, es kommt aus der Reihe Schläferz, also schlechteste Filme aller Zeiten, was so ziemlich die genialste Sache ist, die Tele 5 seit, was weiß ich, seit Ruckzuck damals irgendwie ins Leben gerufen hat mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Kommt nächste Woche auch wieder ein total genialer Film. Die machen jetzt vor Weihnachten. Jeden Freitag könnt ihr da was gucken. Und ist einfach, die Filme sind einfach so herrlich scheiße und die machen ja dann immer so wie so kleine Tweets unten drunter, wo man dann liest, was die dazu kommentieren und da haust du dich teilweise weg vor Lachen. Und dann gibt es ja immer mal so, was weiß ich, nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde gibt es eine kurze Unterbrechung von Filmen, da wird das Gesehene nochmal kurz zusammengefasst auf eine sowas von amüsante Art und Weise. Ja, und bei Rotor ging es halt darum, dass irgend so ein Typ, der aussah wie irgendwie ein schlechter Thomas Gottschalk, irgendwie so von der Frisur her und allem und ständig, jedes Mal, wenn er in einen Raum gegangen ist, hat er sich so eine hässliche Sonnenbrille aufgesetzt, also immer draußen nicht, ne, und drinnen, oder der ist so der große Zampano bei irgend so einer Rüstungsfirma und die haben da so eine Art, ja, ich nenne es mal eine Mischung aus Terminator und Robocop da entwickelt und dann kriegen sie Druck von ihrem obersten Boss von der Rüstung irgendwie, dass sie das schneller brauchen. Also eigentlich war die geplante Projektzeitlinie sehr entspannt und jetzt sollen sie aber wirklich schon in wenigen Wochen da ihr Ergebnis präsentieren. Das Ganze ist natürlich überhaupt noch nicht fertig und zu allem Unglück ist auch noch so, dass unser Thomas Gottschalk-Typ wird auch noch gefeuert von seinem Posten, weil er sagt, das geht nicht und wir brauchen da mehr Zeit. Und da kommt dann halt sein Assistent dran und der, dann geht natürlich alles schief. Und Rotor begibt sich, ist on the loose, ist dann auf der Straße. Und vor allem die ganze Zeit siehst du so ein Robotergestell. Und als er dann aber aus seinem Sarkophag dann so, wo die den da so drin haben, rauskommt, ist natürlich menschliche Gestalt, weil alles andere wäre 1987 oder wann der Film entstanden ist, zu schwierig gewesen und ja, ist dann so ein Typ mit einem übelsten Pornobalken im Gesicht, hier so Magnum-artig. Ja, so ungefähr, ne? Und ja, was könnte wohl ein auf Verbrechensverhütung und so eine Art Judge-Dredd-mäßig, also der gleich die Leute vor Ort verurteilt, was könnte der wohl sich, welches Vergehen könnte er sich wohl als erstes annehmen? Ist es Mord? Ist es Totschlag? Ist es Terrorismus? Nein. Verkehrsgeschwindigkeitsübertretung natürlich. Und
Und was ist die gerechte Strafe für jetzt überhöhte Geschwindigkeit? Natürlich, ein Schuss zwischen die Augen. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Und die Beifahrerin dieses Fahrzeugs, wo der Fahrer hingerichtet wurde, die ist dann auf der Flucht. Und ach, ey, es ist so herrlich dämlich. Leider keine Haie dabei, aber ich habe echt viel Spaß gehabt. Und ja, also zumindest in den Hai-Film von letzter Woche könnt ihr mal reingucken. Den habe ich euch ja auch die Aufnahme bereitgestellt. Rotor gibt es auch bei Amazon Prime. Oh, aber das ist ja ohne die Kommentare. Ich glaube, wenn du den Film nur so guckst, ist das sowas von scheiße. Und also allein schon, die haben das dann am Anfang so angekündigt, ja, Spannung ohne Ende und sonst was alles. Und die erste Dreiviertelstunde passiert einfach gar nichts. Ja. Du siehst halt den Typ auf seiner Farm und dann rezitiert irgendeiner so ein Gedicht und dann ein stundenlanger Schwenk durch seine Küche, wo du die ganzen Frühstücksutensilien siehst und dann siehst du wirklich quasi fast alle möglichen Autofahrten in Echtzeit, wenn Personen irgendwie von A nach B fahren, die unterhalten sich gar nicht, also sind teilweise alleine im Fahrzeug. Du siehst sie quasi komplett. Also dir wird es gefallen, dir hat ja dieser Tarantino-Film hier mit Hollywood gefallen, wo die Leute immer nur Auto gefahren sind. Ja, aber ich habe zu Rotor echt nur ganz, ganz miese Erinnerungen. Also, zu Recht, deswegen. Zu Recht. Ja. Völlig zu Recht. Also ist ein Riesenquatsch. allein durch die Kommentare bei Schläferz ist dieser Film erträglich. Und ich fand ihn aber nichtsdestotrotz sehr lustig. Also nicht ganz so lustig wie den von letzter Woche. Aber das Ende von Schläferz, also die haben dann noch versucht, was rauszuarbeiten, was den Film irgendwie so richtig schön, cool, interessant macht. Das fand ich auch wieder sehr cool. Was ist denn eigentlich nächste Woche dran? Roto? Haben wir jetzt diese Woche? Wo sehe ich denn das hier? Mediathek? Nee, ich finde es gerade nicht. Kommt bestimmt auch irgendwas Cooles. Also immer freitags. Ja. Dann war das schon mit den gesehenen Filmen. Und wir haben heute mal eine brandheiße News für euch. News. Die hat unser Perlentauer Chris ausgegraben. Ja, du spielst jetzt an auf den möglichen Cast von Doctor Strange 2. Also ich habe immer noch keine Bestätigung wirklich dafür ganz gefunden. Nur, wir wissen, es wird einen zweiten Teil von Doctor Strange geben und wir wissen, es ist er wird durch verschiedene Zeitlinien reisen. Das wissen wir auch schon. Und das wird wohl extrem abgefahren, weil, also neben klar, Doctor Strange, Benedict Cumberbatch sind schon andere Schauspieler auch bekannt, wie jetzt zum Beispiel Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff ist dabei, Chiwetel Ejiofor als Mordo, Benedict Wong ist dabei, die kennen wir alle schon. Und jetzt kam raus, wer auch noch dabei sein soll, also ohne Gewehr, ich kann es nicht zu 100% sagen. Aber wenn es wirklich so ist, dann ist dabei Tom Hiddleston, der wird ziemlich sicher Loki wieder spielen. Es ist dabei Rachel McAdams, die kennen wir ja auch. Soweit ist das ganz angenehm und überschaubar und auch noch logisch irgendwo. Aber jetzt kommt wo es mir wirklich die Socken ausgezogen hat. Nämlich zum einen steht dran Tobey Maguire. Hey. Und Tobey Maguire hat ja im Marvel-Universum auch schon eine Rolle inne gehabt. Und zwar die von Spider-Man. Wir erinnern uns, 3 Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire, die nach wie vor ich nicht so schlecht fand. Ich muss dazu auch noch sagen, es war bei den ersten 2 gebe ich dir recht. Ja, ich fand aber den 3. auch nicht so mies, wie ganz viel gefühlt. Klar, die Tanzszene, ja, alles kacke und blablabla. Also Tobey Maguire und ob er Spider-Man spielt, keine Ahnung. Würde aber Sinn ergeben, weil ebenfalls mit dabei sein soll, ist Andrew Garfield. Und den kennen wir als Amazing Spider-Man. Und wenn man sich jetzt das einfach mal vorstellt, dass hier Benedict Cumberbatch durch Zeitlinien springt und 2 verschiedene Spideys kommen und eigentlich der 3. dann auch noch fehlt, das wird völlig abgefahren. Und dann kam noch der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, jetzt ist endgültig am Ende, wenn das wirklich kommt. Da steht nämlich auf der Liste auch noch Ryan Reynolds, also Deadpool. Wenn Tom Holland auch noch... Ja, Tom Holland? Nee, ja. Tom Hiddleston habe ich ja. Nee, wenn Tom Holland auch noch, ja. Ja, ich sag ja, Tom Holland fehlt noch. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Deadpool meets Doctor Strange. Sprach
Sprache. Was das für Dialoge wohl gäbe, um die Himmels willen. Also brutal. Und ich habe jetzt dann noch in den Raum geworfen, ich fände es, wenn die schon sowas machen mit hin und her springen und schlag mich tot, fände ich es auch mega cool, wenn Doctor Strange in eine Zeitlinie kommt, wo die Fantastic Four unterwegs sind. Und zwar nicht die neuen, sondern auch die alten, also mit Jessica Alba und so. Und sie dann auf The Human Torch treffen und der halt original Captain America ist. Das wäre einfach mega witzig. Egal, was es ist. Ich will es im Kino sehen. Im Kino. Ja. Im Kino und nicht hier die Scheiße, die Warner da macht. Ey, das verurteile ich ja zutiefst, dass die jetzt... Obwohl, es ist ja die Message, die hat sich ja ein bisschen anders gelesen, als es jetzt in der Tatsächlichkeit ist. Tatsächlichkeit, ja. Ich bin jetzt nicht mehr rausgekommen aus der Nummer. Ich hatte euch das ja auch geteilt. Ne? Es hat ja geheißen so, ja, Warner, die alles nur noch im Stream. Mhm. Es ist nicht ganz so. Es wird im Kino laufen, aber zusätzlich haben sie ihren Dienst, wie heißt der, HBO Premium Max. Oder irgendwas, ja, Max. HBO Max. Wo man wirklich richtig Asche auf den Tisch legen muss, um das zu sehen. Also da ist hier Kino on Demand, ja, ein Lacher dagegen. Also das... Ja, und da hoffen wir einfach mal, dass das trotzdem ins Kino kommt, auch in anderen Teilen der Welt, weil gerade bei uns gibt es ja kein HBO Max. Also das Einzige, was ein HBO-Deal hat, ist Sky. Hm. Und da ist es aber auch so, dass eher mit einem gewissen Zeitversatz die Sachen kommen, also nicht so zeitnah, wie wir es kennen. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass das da mit dem Impfstoff ganz gut vorangeht und dass sich die Lage doch wieder ein bisschen entspannt und so. Ich habe übrigens mittlerweile herausgefunden, was der nächste Schläferz-Film ist. Und Chris, das klingt so, als könnte es was für dich sein. Ich werde das mal kurz vorlesen. Der Film heißt Gefangene des Universums. Die Story ist die folgende. Ein wirrer Doktor, Achtung, eine schöne Reporterin, ein heldenhafter Elektriker, durch eine Zeitmaschine und einen Fehler geraten Dr. Hartman, Carrie und Dan in die barbarisch wilde Parallelwelt Vonja. Hier herrschen zottige Kleel und raue Sitten. Carrie und Dan versuchen alles in ihre Zeit zurückzukehren. Aber Dr. Hartman? Fragezeichen. Ein B-Movie-Spektakel nur für echte Männer. Aber ein Doktor, der in einer Zeitmaschine irgendwie durch Raum und Zeit reist, ist irgendwie sehr verwirrt. Gab's ja noch nie. Nein. Das klingt schon sehr, sehr irrsinnig da. Bin sehr gespannt darauf. Also jetzt Freitag, 22 Uhr, während du Tarkov spielst, kannst du ja das mal laufen lassen. Und okay, dann gucken wir doch mal weiter. Genau, Serien. Serien. Lasst uns mal über die Mandalorian-Folge der Woche reden und kurz vorher noch eine Spoilerwarnung. Achtung, Spoilerwarnung. Ha! Ich habe euch ein Bild gepostet aus der ersten Minute, wo nur Baby Yoda niedlich da sitzt. Kriege ich hier gleich übelste Spoiler an. Ja, wir brechen dir die Arme, wenn du das nochmal machst. Hey, stopp. Das war nur der Chris. Ich bin gegen Gewalt. Du unterstützt das hier. Du hast von dir kam keine andere anderslautende. Ich habe privat Ärger bekommen mit. Hat das kannst du nicht so hart sagen. Genau. Ein Arm reicht auch. Also für den. Genau. Wenn du nichts anderes sagst, unterstützt du damit diese Aussage. Ich möchte was zu der neuen Folge sagen. Schon fett. Ja. Was ist auch? Oh, geklaut. Was jetzt auch das erste Mal war, was ich ein bisschen ungewöhnlich und gut fand, war, dass es so diesen üblichen Erzählrhythmus verlassen hat. Also du hast nicht mehr diese Sidequest der Woche, sondern du hast jetzt wirklich mal was, wo es komplett ohne Sidequest irgendwie gefühlt auskommt. Also wenn man als Sidequest sehen will, nimm das Plüschtier und leg das auf den Stein. Wenn man das als Sidequest sehen will, okay. und die Folge wurde übrigens gedreht von Robert Rodriguez, der ja hier El Mariachi und Desperado und leider auch Spy Kids und solche Sachen. Deswegen hatte ich ein bisschen Befürchtung, dass es vielleicht ein bisschen Spy Kidsig wird, jetzt actionmäßig, aber wo ich dann den Titel gelesen habe, dachte ich, Tragödie, ach du Scheiße, ey, Tragödie, ey. Weil die Titel sagen meistens hier immer schon sehr, sehr viel. Das war auch mein erster Gedanke, ich so, das ist kein guter Titel. Es stirbt ja auch ein Hauptcharakter. Ja.
Ja, aber ja. Wir können ja jetzt völlig unbefangen, wir haben ja nicht eine Spoilerwarnung, ich hoffe, das hört sowieso nur jemand, der schon auf dem aktuellen Stand ist. Also dann stirbt er nicht, sondern wird in die Luft gejagt, das Schiff. Ja. Ja, das ist schon schade, ne? Ich meine, das ist richtig hart. Die Razor Crest, man hat sich da irgendwie schon an diese, weil das andere Raumschiff finde ich auch nicht so schön, was dann sich so dreht und komisch so nach vorne fliegt, wie so ein nach vorne offener Apfel oder also, was das ist. Slave One. Ja. Also ich sag's euch mal ganz, ich kenne mich ja bei Raumschiffen überhaupt nicht aus bei Star Wars, ja. Aber es gibt zwei Schiffe, die kenne ich meilenweit. Und das ist der Millennium Falcon und dieses Schiff. Weil es steht hier noch in Lego-Form, muss noch gelegot werden. So, dieses Schiff erkenne ich. Und dann kam dieses Schiff angeflogen. Und ich dachte so, oh, gleich tut Chris ausrasten. Ich saß wirklich in dem Moment, saß ich dran. Ich habe, glaube ich, nichts mehr rausgekriegt. Ich habe so die Luft angehalten, weil ich so, das kann jetzt nicht sein. Und dann steht da, kommt da der Typ und ich so, ey, das machen die jetzt nicht. Ey, willst du mich verarschen? Letzte Woche die Sache mit Ahsoka Tano, wo ich gedacht habe, Alter, das kannst du nicht machen. Und jetzt so eine Nummer. Und wenn du dir dann überlegst, wo das jetzt hinführen wird, weil ich glaube nicht, dass Mando alleine da auf die Jagd nach Grogu geht. Glaube ich auch nicht. Er hat ja jetzt Boba dabei und wahrscheinlich wird Bo-Katan auch noch dazukommen. Und was? Das wird, ich glaube, das Staffelfinale, die letzten zwei Folgen, die werden richtig episch. Und ich muss es nochmal sagen: Jon Favreau hat mit dieser Serie so unfassbar viel richtig gemacht. Oder die machen das so unfassbar viel richtig für Star Wars-Fans und schlag mich tot. Hey, also, man hat es ja auch gelesen unter der Woche. Hier die Marty Streamerin bei Twitch auch so, ich mag ja eigentlich kein Star Wars, aber was nicht. Bitte. Was bitte ist das für eine geile Folge? Oder wie geil ist diese Serie? Und das ist unfucking fassbar. Die machen so viel richtig. Die machen. Oh, und ich hoffe wirklich ganz aus tiefstem Herzen, dass die es schaffen, auch die anderen Serien, die danach kommen sollen, in diese Richtung zu bringen. Meine Bitte an Disney. Ruft bitte Jon Favreau an. Aber der kann ja nicht alles machen. Helfen. Der ist ja dann auch irgendwo. Und lasst euch helfen. Nee, es gibt auch andere gute Regisseure, die sowas drauf hätten. Also lasst euch helfen. Übrigens, ganz, ganz kurzer Fun-Fact noch zur aktuellen Folge Mandalorian. Boba Fett sagt einmal, I'll perform a loose follow. Ja? Ein loose follow, auf dem Englischen sagt er loose follow of some Imperials. Und Fun Fact ist, Happy Hogan, wer kennt Happy Hogan? Ich. Ja. Macht genauso ein loose follow bei Spider-Man Homecoming. Da gibt es nämlich einen Überschlag von Star Wars zum MCU. So viel von mir, tolle Folge, unbedingt anschauen. Ich liebe diese Serie. Ganz großes Herz für Jon Favreau. Boah. Echt super. Nur unfassbar. Schade, dass ich die letzten zwei Folgen nicht mehr gucken kann. Was? Ja. Unser Weihnachtsbaum. Ist dein Abo aus. Unser Weihnachtsbaum im Wohnzimmer ist so groß, der ragt so sehr in die Sichtlinie von meinem Platz, von meinem Sofaplatz in den Fernseher hinein. Oh. Weil wir haben seit gestern einen Weihnachtsbaum. Und genau. First World Problems. Den habe ich gekauft mit einem kleinen und. Also ganz ehrlich, Erik, wenn der Baum zu groß ist, ist der Fernseher zu klein. Der Fernseher ist riesig. Ich habe jetzt einen neuen, der ist echt riesig, ja. Aber der Baum ist zu groß. Und vor allem, je nachdem, du kennst es ja, Mathematik, ne? Wenn die Sichtlinie, wenn das Objekt nah an dem und so weiter. Ja, vielleicht muss ich da doch nochmal mit der Heckenschere mal rangehen, dass ich mir da so eine Ecke rausfräse aus dem Ding hier. Oder du setzt dich auf dem Sofa woanders hin. Ja, genau, das wäre auch die Möglichkeit. Ich kann mich auch woanders hinsetzen. Aber von meiner Sichtlinie aus, steht der Baum davor. Ja. Ich werde eine Lösung finden. So, aber auch. Genau. Okay. Ja, Mandalorian, eine großartige Folge und ich mochte das sehr. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich fand es ein bisschen, ich mochte auch so ein bisschen, wenn das immer alles irgendwie gut ausgeht, so bei den jeweiligen Folgen. Und diesmal nicht. Und diesmal halt nicht, ne? Oh, das ist mir irgendwie so ein bisschen so,
ich hatte dann immer so dieses, ach, weißt du, wenn die Folge vorbei war, ach, das war aber jetzt schön, weißt du, und jetzt so, oh, scheiße, wie geht denn das jetzt weiter und so, das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt. Das ist so ein bisschen, also weißt du, wenn was mit Grogu ist, das ist so ein bisschen wie wenn im Film jemand auf einen Hund schießt oder auf einen Gottes Hund tritt oder so. Das hat den gleichen Effekt. Ja, weil Grogu ist so süß und so unschuldig wie so ein Tier. Ja. Und deswegen, wenn die dem Grogu irgendwas tun, dann gibt's richtig Haue. Aber was ich mich jetzt noch frage, der Grogu hat ja diesen Stein aktiviert und daraufhin wird sich ja vermutlich ein Jedi auf seine Suche begeben. Wen verfickt nochmal tun die da ausspucken? Ja? Wer wird es sein? Wer wird nach Grogu suchen? Gibt's einen Jedi, der das sein könnte, den wir vielleicht kennen? Puh. Oh, ich hab so Bock drauf. Es kommt nochmal Ashoka Tano, weil sie so die Nachricht kriegt mit, hey, doch du? Es muss ja in der Zeitlinie, spielt das ja nach Episode 6, ne? 6, ja, genau. Genau, also es muss ja dann jemand sein, quasi aus dem Cast von Episode 6. Muss nicht, kann auch jemand völlig anderes sein. Also. Es muss eigentlich theoretisch jemand völlig anderes sein, weil in 7, 8 und 9 es spielt Grogu ja überhaupt gar keine Rolle. Kann natürlich auch sein, dass wirklich Yoda auftaucht. Yoda lebt dann nicht mehr. Ach so, stimmt, der ist ja tot. Ja. Ja, oder so als Geist, ja genau, das gab es ja auch öfters, dass die so wie bei Twilight Wobei, hier so schillern. Das Video habe ich euch geschickt, ne? Wie Star Wars eigentlich hätte laufen sollen, nachdem Obi-Wan gestorben ist. Ja, ich kenne das, ja. Alter. Okay. Also ich bin gespannt, ich möchte auf jeden Fall Koska Reeves nochmal sehen, also Sasha Banks auf jeden Fall nochmal sehen. Ich denke, wir werden Bo-Katan nochmal sehen. Weißt du, wer kommt? Jar Jar Binks. Oh, nächste mache. Wegen mir. Also ich glaube zum Jedi gemacht. Ich glaube sogar, dass nicht mal Jar Jar Binks den Mandalorianer oder den Mandalorian hier kaputt machen könnte. Ich bin sehr gespannt. Also ich werde dann irgendwie versuchen, an dem Weihnachtsbaum vorbeizugucken nächste Woche. Und ja, gut. Da sind wir eigentlich durch mit den Serien. Ich gucke bloß gerade noch so ein paar andere Sachen. Ich habe dieses Traces habe ich angefangen, ist ganz nett. Dann gucke ich gerade den Rest fertig von Haus des Geldes. Da bin ich auch noch in der ersten Staffel. Ja. Ansonsten Discovery, geil. Die neue Folge, extrem geil. Die war schon cool. Ja. Hat diesmal aber auch wieder nicht die Mandalorian-Folge getoppt. Aber trotzdem. So langsam kriegt die dritte Staffel Discovery wieder den typischen Star Trek-Feeling. Dieses Erkunden. Muss ich sagen, ein bisschen leider. Missionen. Ja. Ja, ich auch. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ich mochte das, dieses, die Karten sind jetzt neu gemischt hier. So, wir sind jetzt hier ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Jetzt ist alles anders und neue Antriebe, neue Wissenschaft, neue Medizin. Jetzt gucken wir doch mal, was hier Phase ist und dann doch wieder so, okay. Aber war natürlich sehr, sehr nett. Und das hatte mir auch mein Happy-End-Erlebnis des Freitagabends beschert, was mir der Mandalorian diesmal nicht gegeben hat. Von daher war es ganz gut. Okay, mal sehen, ob das Rätsel heute auch ein Happy-End gibt. Chris raschelt ganz heftig. Er muss schnell noch eins raussuchen. Nein. Okay. Rätselecke. Im Vergleich zur letzten Woche ist nämlich der Chris diesmal vorbereitet. Hey. Der Chris hat nämlich dank seiner liebreizenden Assistentin Kate. Danke. Ich bin den ganzen Tag hier. Die ungefähr nur viermal dran erinnert hat. Du bist halt dran mit dem Rätsel. so lange das war viel netter. Ich habe es nur wiedergegeben, wie es bei mir angekommen ist. Hast ihm früher auf sein Müsli mit Schokoladensirup das Wort Rätsel geschrieben, Ausrufezeichen. Hey, wobei, das haben wir schon mal gemacht. Ich habe ihm vorhin nur eine Nachricht geschrieben, du denk an dein Rätsel. Ach so. Aber die Sache mit den Frühstückflocken, mit dem Rätsel, das war nicht so nett, das haben wir schon mal gemacht. Aber das war zu einer Zeit, als wir ganz viel Saw geguckt haben. Kannst dir vorstellen, was hier los war. Ihr unterhaltet euch in der Wohnung über WhatsApp. Das ist ja, klar. Wenn man so ein weitläufiges Anwesen hat, ist das natürlich... Ja, sorry. Das Problem, weißt du, wenn sie... Ich kann nichts dafür, dass er mir den Nordflügel zugewiesen hat. So. Das ist nicht der Nordflügel, das ist der Südflügel. Du hast doch das, wo innen nur dieser Knopf ist, ne? Wo außen die Klinke nur ist, ne?
Ja, ich hocke an meinem Spa-Bereich, also deswegen ich. Ich werde jetzt immerhin viele, wieder zum Arbeiten rausgelassen, ja? Ja. Ja, muss ja Geld reinkommen. Aber was viele nicht wissen, ist ja, ich hocke hier teilweise und mache die Sendung in der Sauna, einfach weil ich es kann. So, ich habe einen Film rausgesucht, weil ich dachte, hey, machen wir wieder was Traditionelles. Ich bin ja mehr dafür, dass das Traditionelle, wie es Erik mal gestartet hat, wieder zurückholt. Das heißt, ich suche einen Film und ich nenne euch Schauspieler. Okay, leg los. Okay, ich lege los. Als erstes. Mhm. Okay, also es geht los mit Steve Bassett. Ist der voran mit Angela Heyman. Bassett eigentlich? Okay, ja, machen wir weiter. Soll ich das mal kurz nebenher checken? Nee, mach weiter. Weiß nicht. David Heyman. Heyman. Sophie Okonedo. Okonedo. Sophie Okonedo. So viele Namen mit Witzpotenzial in dem Film. Das ist spielt, es spielt übrigens hier Jamaican Girl. Handelt es sich um eine Komödie? Nein. Okay. Ist das ein Familienfilm? Nein. Okay, es geht weiter mit Steven Spinella. Leslie Phillips. Ist es ein Horrorfilm? Nein. Tess Harper. Ist ein Krimi? Ja, im weitesten Sinne. Okay. Ja, also im, ja, ich sage mal ja. Ist es ein Actionfilm? Thriller. Auch. Okay. Ja. Ein Abenteuerfilm? Nein. Hm. Hab ich schon die ersten Namen alle vergessen. Dann machen wir weiter. Tess Harper. dann geht's weiter mit Jack Black. Oh, Moment. Stopp. Moment, endlich einer, ich kenne dich, bei ihm ja, ja, geben kann. nee, in meinem Gehirn suchen. Ja, Moment, warte mal. Jack bei dem, Black. Wo ich auch weiß, wie man schreibt. Jack Black, in einem Krimi, sagst du. Krimi oder Drama, Thriller, irgendwas. Action, der Richtung. Action. Ist der Film älter wie 2015? Ja. Ja, aber ich glaube, danach hat Jack Black ja nur noch in diesen Dschungelfilm mitgespielt. Und School of Rock ist ja eher eine Komödie, da kann es nicht sein. Soll ich weitermachen? Lass mal noch ein bisschen auf Jack Black rumdenken, warte mal, ganz kurz. Ja, denk ein bisschen auf Jack Black rum, ich denke auf Anna de Armas rum. Wer hat mehr davon? Ist es Gänsehaut? Aber jeder hat andere Vorlieben, Erik. Ist okay, was ist was? Ist es Gänsehaut? Ah, der war doch nach 2015. Nein, es ist nicht Gänsehaut. Der war nach 2015. Nee, Gänsehaut war in 2015. Echt? War das schon? Ja. Dann machen wir weiter. Nach Jack Black geht's weiter mit John Cunningham. Ich habe jetzt gerade kein Gesicht vor Augen. Richard Lineback. J.K. Simmons. Alter. Whiplash? Nee. Ich spiele nicht mit. Warte mal, J.K. Simmons. J.K. Simmons und Jack Black in einem Film? Ja. Ja, warte mal, J.K. Simmons, der hatte doch mal irgend so ein so einen Militärangehörigen gespielt in so einem Film. Da war auch, glaube ich, Jack Black dabei. Ist es was so ein bisschen Sci-Fi-mäßiges? So? Nein. Nee. Warte mal. Oder ein Katastrophenfilm, oder? Nein. Auch nicht. Okay, ich habe schon zwei Neins in Folge. Ich sage jetzt nichts mehr. Jetzt geht das ja, ich an. Weiß aber auch nicht mal, was es sein soll. Es ist kein Abenteuerfilm. Nein. Dann kann es auch nicht Gullivers Reisen sein. Nein, es ist auch nicht. Mhm. Soll ich noch ein paar Schauspieler nennen? Machen wir weiter, ja. Wir kommen jetzt gleich bald dann zum Topcast. Ach so, das Top-Cast. Waren nur kleine Nebenrollen hier. Ja. Matilda May. Diane Venora. Sidney Poitier. Sidney Poitier? Ja, Sidney Poitier. J.K. Simmons, Jack Black, Sidney Poitier. Ist der Film älter wie 2000? Ja. Sidney Poitier. Was hast du gefragt? Vor 2000? Ja. Sidney Poitier. Vor 2000. Mir fallen nur die ganz alten Schinken ein. In den 90ern? Also 90 bis 2000, oder? Ja. Okay, da fällt mir nichts ein mit Sidney Poitier.
Vor allem, vor allem Sidney Poitier und Jack Black in einem Film. Ja, Jack Black war damals noch nicht so bekannt. Er hat nur eine kleine Nebenrolle. Wahrscheinlich, vielleicht sogar sein erster Film, in dem er mal drin war, irgendwas. Also keine. Das, der in den 90ern, da hatte der erstmal noch nur seine Band, da war ja noch nichts. Es kommen noch genau zwei Schauspieler meiner Liste. Kenn ich den Film, Chris? Weiß ich nicht. Das weiß ich. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Das wäre ja auch ein unfairer Vorteil, jetzt hier auf die Frage zu antworten hier. Ist das ein Geschichtsdrama? Nein. Oh, warte mal. Ich glaube, ich weiß was. Wo hat denn Sidney Poitier mitgespielt? So Wurzeln des Hasses oder sowas hier? Oder wie hieß das? Nein. Das war aber vorher, das war in den 80ern. Falsch. River Phoenix hast du nicht genannt, oder? Nein. Okay, dann ist es. Hör auf, nebenher bei IMDb zu suchen, das ist ja schlimm. Ja, sonst komme ich doch im Leben nicht drauf. Ach so, ja, dann mache ich das auch. Gebe ich Sidney Poitier, Jack Black ein, habe ich. Ey, hört ihr auf mit IMDb hier? Das brauchen wir doch kein Rätsel mehr machen hier. Wenn wir dann so machen, ja, wenn der Chris sowas macht, dann ist das echt schwer. Lies mal den nächsten vor. Tom. Der nächste Name, den ich nenne, ist Richard Gere. Richard Gere? Was? Hat er bei Pretty Woman mitgespielt? Nee. Also Richard Gere. Und dann habe ich noch einen Namen. Wie ist der? Red Corner? Nein. Weil das ist ja so krimi-mäßig. Wie ist denn der andere? Wo Richard Gere diesen Typen, was so Akte X-mäßig war, so. Der. Einen habe ich noch. Soll ich euch den Gnadenstoß geben? Dem Mothman Prophecies oder so hieß der, glaube ich. Nein. War das mit Richard Gere? Weiß gar nicht. Da ist mal Richard Gere, hat er nicht so viel gemacht jetzt da. Also das mit hier mit Dings hier, wo der da Red Corner, wo der da in USA, in China verhaftet wurde, nicht. Aber nein. Jack Black, warte mal, der hat bei diesem mit Bruce Willis in dem Film mitgespielt, dieses Remake von. Oh, ich weiß es! Wo der so ein Attentäter spielt, da haben sie Jack Black der Hand weggeschossen. Ich weiß es. Aber da hat Richard Gere. Ich weiß auch, wer der letzte Name ist. Der letzte Name ist nämlich Bruce Willis, richtig, Chris? Ja. Dann ist es der Schakal. Ah, ja. Genau. Ha! Ich wusste da gar nicht, dass IMDb Jack Black gespielt hat. Ja, mein Gott, sonst kommt doch da kein Mensch drauf. Wie gesagt hat, dem wurde die Hand weggeschossen. Remake von einem Film von, ich glaube, aus den 60er Jahren. Ein französischer Film. Schakal. Mit Jean-Paul Belmondo, glaube ich. Der auch sehr gut ist. Kann man sehr empfehlen. Ja, ich fand den auch sehr cool. Nee, ich meinte der Originalfilm. Ist auch sehr gut. Achso, der Original. Also den mit Bruce Willis mochte ich auch sehr. Weil der hatte coole Szenen drin gehabt und war auch sehr bedrückend. Eben. Okay, Jack Black, genau. Ach, da stimmt. Da hat er diesen Typ gespielt, der das da zusammengedengelt hat, da diese, das auf der Lafette da, diese. Ja. Aber ich glaube, so ein Film, den könntest du heutzutage fast gar nicht mehr rausbringen, oder? Mit diesem Attentatsthema und so. Nee, ich glaube, es wäre schwierig, so einen ins Kino. Da würden sich bestimmt einige dagegen verweigern. Heißt natürlich auch mit anderen Worten, weil Kate hat jetzt den Filmtitel genannt, trotz IMDb. Kate hat den Film zuerst bei IMDb gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe gar nicht danach gesucht, sonst hätte ich es gleich am Anfang gehabt. ja, ich mag das Rätseln sowieso eher ohne irgendwie Hilfe. Dann ist Kates nächste Mal dran. Bin ich sehr gespannt drauf. Und genau, wir bräuchten eigentlich mal so eine Art Fanfare hier oder sowas. Tada! Was ist denn das hier? Okay. Ich wurde auf Twitter angeschrieben mit: Aha, die Kate guckt also Formel 1 während der Aufnahme. Ja, der Erik hat sie mich nicht rausgeschnitten, als mein Schockmoment, der Groschenunfall war. Diesmal gucke ich Fußball, nur das ist so die Aue gegen Regensburg. Jo, weil Dings kommt erst später. Formel 1 ist das heute Abend. Ah ja, okay. Dann bin ich gespannt auf das Rätsel in der nächsten Woche. Gucken, ob ich das mal löse, damit ich auch mal wieder. Ich habe nämlich ein cooles. Dann schauen wir mal. Könnte man mal ganz kurz auch mal erwähnen, wie toll dieses Rätsel jetzt eigentlich war. Das war echt schwer. Ja, war es. Ich finde das aber so cool. Hey, Kai Leitschitz von Anfang an. Music. Sascha Love.
Okay, ich fange gleich mal an. Music, unsere Musikecke. Ihr könnt uns auf Spotify folgen, unsere Musik-Playlist, die heißt Kinocast Songs. Da packen wir jede Woche 3 neue Songs drauf. Und weil ich letztens mal wieder bei Pulp Fiction reingeschaltet habe, habe ich mal von Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. Girl, You'll Be a Woman Soon. Fand ich habe das Gefühl, Kate hat noch den Song von letzter Woche drin. Ja, weil ich es vergessen habe. Aber ich habe schon was gefunden. Ich streiche ja da nichts mehr raus hier. Ja, ja. Ich habe von Imagine Dragons Radioactive. Das kenne ich. Ich habe von Sarah Ramirez oder Ramores oder wie heißt die? Sarah Ramirez. Entschuldigung, mit I. The Story. Mhm, das kenne ich nicht. Da werde ich nachher mal reinhören. Ich wollte ja ursprünglich diesen Song von dem Abspann von The Night Clerk nehmen. Den gibt es aber auf Spotify nicht. Mhm. Tja, Pech. Gibt einiges auf Spotify nicht, habe ich festgestellt. Ich habe letztens auch so Online-Stream-Radio gehört. Kam irgendein cooler Song, habe ich shazamt und dann festgestellt, gibt es nicht auf Spotify. Prima. Na gut. Ja, toll. Ja, toll. Okay, gehen wir mal in den sonstigen Bereich rein. Unser Weihnachtskalender ist gestartet, wie ja vielleicht einige schon bemerkt haben dürfen. Ich habe es ja auch auf allen Kanälen getriggert, außer auf Facebook, glaube ich. Oder nee, da habe ich es zumindest mal erwähnt und auch ein was geteilt, glaube ich. Und Instagram. Ihr könnt auf kinocast.net, gibt es jeden Tag in der Weihnachtszeit ein neues Bild aus einem Film, den wir hier besprochen haben im letzten Jahr oder der im Kino hätte starten sollen. Und da könnt ihr drunter kommentieren. Die Kommentare sind deswegen erstmal unsichtbar. Die werden dann abends immer freigeschaltet. Und ich habe gibt so eine Punkteliste. Und deswegen, ihr könnt auch bei jedem Mal, wo ihr mitmacht, sammelt ihr ein Los im Lostopf. Da haben ja letztes Jahr auch welche gewonnen, die eigentlich überhaupt nicht viele Punkte hatten. Oder einer hat sogar, der hatte nur einmal mitgemacht und auch noch falsch. Und der hat sogar einen Preis gewonnen. Also mitmachen lohnt sich da auf jeden Fall. Und ich habe einige Preise hier in der Preisekiste, die sich so übers Jahr so angesammelt haben. Es gab ja nicht viel mit Kino und so weiter. Da sind uns aber trotzdem einige Sachen zugeschickt worden oder hier über die Lootbox. Und gibt es schöne Preise zu gewinnen. Macht da mit. Kinocast.net. Und genau, dann wollte ich noch sagen, vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Ich habe jetzt auch mal ein kleines Patreon-Posting gemacht an die Patrioten. Wo drin steht, weil ich habe von Patreon eine Nachricht bekommen, bis jetzt war ja alles die Abrechnung auf Dollarbasis. Also da gab es so 1 Dollar, 2 Dollar und so weiter, die Stufen, die man machen konnte. Und Patreon bietet das aber jetzt demnächst auch an, dass man das in Euro machen kann. Das heißt, wenn ihr weiter eure Stufen behaltet, zum Beispiel 1 Dollar, dann sind das halt 87 Cent. Also das wird dann 1:1 umgerechnet. Ich werde dann aber auch ein paar neue Stufen anlegen. Ich muss da neue anlegen. Dann richtig mit Euro, wo dann wieder glatte Beträge sind. Da könnt ihr dann gern wechseln, wenn ihr möchtet. Oder lasst einfach alles so, wie es ist. Und genau, eure Abrechnung wird dann auch in Euro erfolgen. Das heißt, wenn ihr da über PayPal uns sponsort, über Patreon, wird ja bis jetzt immer in Dollar abgezogen. Das wird dann irgendwie komisch umgerechnet. Ein Tageskurs, das wird dann alles etwas eindeutiger. Sehr gut. So, was haben wir heute alles gelernt? Danke an alle, die uns unterstützen. Ja, danke, danke. Was haben wir heute gelernt? Nachtportier. Man sollte immer in den Hotelzimmern mal überall gucken, ob was sich versteckt. Ist dir eigentlich aufgefallen, was das für eine runde Sendung war? Ein Film mit Bruce Willis, ein Rätsel mit Bruce Willis. Der erste Film mit einem Nachtportier, am Ende was mit Sidney Poitier. Ah. Alter. So. Und ich krieg wahrscheinlich ein Trauma davon, durch das Trauma-Center. Ja. Und Rotor, die Killermaschine, ist immer noch sehr da froh, draußen. Wenn dir keiner die Arme bricht. Und jagt Verkehrssünder. So. Vielen Dank euch beide fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Es soll nächste Woche schneien, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja, passt auf, rutscht nicht aus. Bis dann. Tschüss. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis bald im Kinocast.